17. Ein minimalistischer Meisterdieb. Die nächsten Tage auf der Nordstern verliefen ohne weitere Zwischenfälle. Anders betrachtete das Wasser weiterhin mit Unbehagen. Seine Angst davor war doch wirklich begründet. Wer weiß, was außer Meermenschen noch alles in den dunklen Tiefen lauerte. Im ewigen Dämmerlicht des Landes hinter den Spiegeln konnte Anders außerdem nicht wirklich sagen, wie viele Tage vergangen waren. Die meiste Zeit hing er seinen Gedanken nach. Er aß, wenn er hungrig war, und schlief, wenn er müde wurde. An Bord herrschte reges Treiben, und es gab immer viel zu tun. Er selbst saß jedoch die meiste Zeit an Deck, starrte aufs Wasser und fragte sich, was sie in den Sumpflanden wohl erwarten würde. K. traute dem Kapitän nach dem Zwischenfall mit den Meermenschen nicht mehr über den Weg. Sie beäugte alles, was der Kapitän tat, mit äußerstem Misstrauen. Außerdem schien sie es zu beunruhigen, so lange an einem Ort eingesperrt zu sein. Sie war zwar gut beschäftigt und half gerne auf dem Schiff aus, aber die anfängliche Begeisterung schien verflogen. Sie unterhielt sich viel mit ihrem Vater und spielte mit ihm Karten, oder sie beschäftigte sich mit Frank der Glimmfliege. Aber jedes Mal, wenn sie mit Anders sprach, ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie es kaum erwarten konnte, das Schiff wieder zu verlassen. Irgendwann war es dann endlich soweit und sie legten in einer kleinen Hafenstadt an. Kapitän Kendra hatte ihnen erzählt, dass sie hier Geschäfte abwickeln wollte. Außerdem würde sie jemanden kennen, der ihnen auf dem weiteren Weg helfen könnte. Sie hatte erklärt, dass der Name dieser kleinen Hafenstadt Tumis sei und dass hier all jene Waren umgeschlagen würden, die von Ost nach West und umgekehrt durch den ruhelosen Ozean verbracht würden. Hier war immer Markt. Die ganze Stadt war ein reiner Marktplatz, auf dem alles erhältlich war, was man sich nur vorstellen könnte. Selbst jetzt, in den schlechtesten Zeiten, die das Land hinter den Spiegeln je gesehen hatte, lohnte sich der Besuch von Tumis. Anders und K. begleiteten den Kapitän und einige der Seeleute durch die Stadt. Eine Zeit lang, während der Kapitän besagte Geschäfte erledigte, mussten Anders und K. mit den übrigen Männern und Frauen der Mannschaft in einer Taverne warten die zum stinkenden Fisch hieß. Auf dem Schild über der Tür war ein Fisch zu sehen, dem man zwei Kreuze auf die Augen gemalt hatte. Zum Glück, dachte Anders, stinkt es hier drin nicht so, wie das Schild vermuten ließ. Naja, ein bisschen vielleicht. Nachdem Kendra ihre Geschäfte erledigt hatte, holte sie die Kinder wieder ab. Zu dritt machten sie sich dann auf den Weg zu der besagten Person, die ihnen in den Sumpflanden helfen sollte. Nein, korrigierte Anders sich, zu viert. Frank, die Glimpfliege, war auch dabei. Jetzt, wo er einen Namen hatte, fand Anders es nicht fair, ihn zu übergehen. Anders fiel auf, dass der Kapitän beim Gehen an Land seltsam wackelte. Auch Kar schien es aufgefallen zu sein, denn sie musste ständig ein Grinsen unterdrücken. An Bord bewegte sich Kendra sehr anmutig und selbst starker Wellengang brachte sie nicht aus der Balance. Aber die vielen Jahre der Seefahrt hatten sie ihre Bewegung an das Schaukeln des Schiffs anpassen lassen so sie verlernt hatte, normal zu gehen. Dem Kapitän waren ihre Blicke nicht entgangen, und Anders hatte den Eindruck, dass es ihr tatsächlich etwas unangenehm war. Auf dem Markt war ein großes Durcheinander. Händler versuchten sich gegenseitig mit ihrem Geschrei zu übertönen, während sie ihre Waren anboten. Die Marktgänger feilschten nicht minder laut um die Preise. Das Angebot war nicht besonders umfangreich, und die Verkäufer schienen um jeden Kunden kämpfen zu müssen. Die Stimmung auf dem Markt war merkwürdig aufgeheizt, beinahe aggressiv. Anders war daher froh, dass K. und R. der Schneise folgen konnten, die der Kapitän beim Vorandrängen in die Menge schlug. Kendra sah sich suchend um. Irgendwo hier müsste er eigentlich rumhängen. K. kicherte. Ist er das vielleicht? fragte sie und zeigte auf eine Stelle über dem Markt. Anders und der Kapitän sahen nach oben. Und tatsächlich Jemand hatte eine Hängematte zwischen zwei Hauswände gespannt, etwa drei Meter über dem Boden. Von unten konnten sie nur ein paar Stiefel sehen, die links und rechts aus der Matte hingen. Anders konnte nicht glauben, dass jemand ausgerechnet dort, über dem lautesten und wildesten Markt, den man jemals gesehen hatte, ein Nickerchen halten konnte. Und dann auch noch so weit oben? Ja, das ist er. Das kann nur Burglar sein. Der Kapitän klang genervt. Sie schnippte einem Händler, an dessen Obststand sie gerade vorbeiging, eine Münze zu und griff sich einen verschrumpelten Apfel. Dann zielte sie kurz und warf den Apfel in Richtung der Hängematte. Dort schnellte eine Hand hoch und fing den Apfel im Flug ab. Ein Kopf erschien über der Hängematte. Erst sahen sie nur einen Filzhut, doch dann schob die Gestalt den Hut nach hinten und sie erblickten das Gesicht eines Mannes, der verschlafen blinzelte. Als er jedoch erkannte, wer den Apfel geworfen hatte, grinste er breit. Der Mann rollte sich seitlich aus der Hängematte, wirbelte in der Luft um seine eigene Achse und hielt sich mit einer Hand am Rand der Matte fest. Er schaukelte einmal an der Hängematte durch die Luft und sprang am höchsten Punkt ab. Er sauste ein paar Meter durch die Luft und landete direkt vor ihnen elegant auf seinen Füßen. Dann biss er genüsslich in den Apfel und sagte Danke für das Frühstück. Der Mann war eher mager und sein Gesicht nicht besonders markant. Er verneigte sich etwas spöttisch, woraufhin der Kapitän ihn am Arm packte. Sie zischte ihm etwas ins Ohr, das Anders nicht hören konnte. Der Mann namens Burglar blickte daraufhin interessiert zu Anders und K. Ohne seine Antwort abzuwarten, zog der Kapitän ihn durch die Menschenmenge in eine Seitengasse und Anders und K folgten ihm. In der Seitengasse war es verhältnismäßig ruhig. Der Kapitän ließ den Mann los und sagte zu den Kindern gewandt Anders und K. Das hier ist Burglar, der beste Einbrecher und Dieb, den das Land je gesehen hat. Burglar fügte hinzu, den bisher noch niemand bei der Arbeit gesehen hat, sonst wäre ich ja nicht der Beste. Dann breitete er die Arme aus und grinste ein entwaffnendes Grinsen. Anders und K. musterten ihn von oben bis unten. Burglar trug unauffällige Hosen, ein dunkles Hemd, ausgelatschte Schuhe und einen kleinen Filzhut. »Für einen richtigen guten Dieb scheinst du aber nicht besonders reich zu sein,« sagte K. »Und du schläfst auf einem öffentlichen Platz,« sagte Anders. »So gut kannst du ja gar nicht sein.« Burglar lachte laut. Der Kapitän drehte sich zu den Kindern und sagte, »Burglar ist nicht nur der erfolgreichste Dieb und Einbrecher, er ist auch gleichzeitig der bescheuerteste. Er besitzt nämlich niemals mehr als zehn Dinge,« und weigert sich mehr mitzunehmen, als er zum täglichen Leben braucht, aus Prinzip. Aus Prinzip?", fragte Anders irritiert. "Ja", motzte der Kapitän. "Raubzüge oder Schatzsuchen mit ihm sind eine echte Qual." Burglar lächelte. "Alles was du besitzt, besitzt irgendwann dich, Junge. Der Weg zu einem ausgefüllten und glücklichen Leben führt nur über Dinge, die man wirklich braucht. Und die meisten davon sind kostenlos." K. raunte anders zu. Das ist wirklich bescheuert. Aber Anders verstand, was Burgler meinte. Bisher sind sie auch mit erstaunlich wenigen Dingen ausgekommen. Und am glücklichsten war Anders immer in den Momenten, in denen sie einfach nur alle zusammensaßen, sein Bauch voll war oder er mit K draußen herumzog. Plötzlich vermisste er seine Eltern auf der anderen Seite, auch wenn sie ihn belogen hatten. Er vermisste es, mit ihnen in der Küche zu sitzen und zu reden. Was brauchte er also zum Glücklichsein? Tatsächlich nicht viel. Der Kapitän wedelte mit der Hand. Du hast noch genug Zeit, deine Philosophie unter die Leute zu bringen, Burglar. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Der Junge hat in den Sumpflanden was zu erledigen und dafür braucht er den weltbesten Einbrecher. Burglar starrte anders an. In den Sumpflanden, ha? Huh? In dem Land, das seit zehn Jahren niemand mehr betreten hat? Oder besser gesagt, aus dem seit zehn Jahren niemand mehr zurückgekehrt ist? Wo irgendwo die Herrin der Dämmerung eingesperrt sein soll? Ihr braucht mich ja wohl hoffentlich nicht, um in ihr Gefängnis einzubrechen und sie zu befreien. Doch, sagte Anders. Genau dafür. Ihr seid ja wahnsinnig, rief er. Aber das finde ich gut. Was für eine Herausforderung. Na dann mal los. Ich habe meine Sachen schon gepackt. Burglar zeigte seine leeren Taschen. Er rückte seinen Hut zurecht und hakte sich gut gelaunt bei K ein, die jetzt auch lachen musste. Der Kapitän nickte knapp, drehte sich um und bahnte ihnen wieder einen Weg durch die Menge. Während sie zurück zum Hafen stiefelten, beobachtete Anders von hinten den Dieb, der arm in arm mit K schlenderte und dabei auf sie einredete. Dieser Burgler war wirklich eine komische Type. Aber für verrückte Pläne brauchte man vermutlich auch verrückte Leute. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal.